Okay, gut. Ja, ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Kurz zu mir, für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Justus Wingert. Ich komme aus der wunderschönen Weltstadt Hochstetten, direkt neben der Welthauptstadt Lidolsheim. Und ich bin jetzt seit inzwischen 10 Jahren im Netz unterwegs und habe mit Webprogrammierung und so weiter zu tun gehabt. Habe vor 1,5 Jahren ein kleines Startup mitgegründet und habe insgesamt 1 Jahr professionelle Webanwendungen entwickelt. Inzwischen bin ich jetzt freiberuflich und arbeite an verschiedenen Projekten so im Dunkelfeld Web 2.0. Wenn ihr Fragen habt während des Vortrags, bitte ich euch, die sofort zu stellen, da es einfach sinnvoller ist, die im Kontext zu beantworten. Und ein Hinweis: Ich hatte leider nicht genügend Zeit, die ganzen Bereiche dieser Präsentation aufeinander abzustimmen. Das heißt, es könnte sein, dass in gewissen Teilen die Präsentation sich noch selbst widerspricht. Ja, Handy aus, ne? Ja, ich habe normalerweise vor Präsentationen oder vor allgemeinen Vorstellungen, sage ich als: Denken Sie bitte nach dem Vortrag daran, Ihre Mobiltelefone wieder einzuschalten, ne? Ja, die Idee zu Basdem ist zum einen aus einem aktuellen Projekt, an dem ich arbeite, entstanden und zum anderen aus meiner Beschäftigung mit den Datenschutzaspekten von Liquid Feedback. Und hat insgesamt zu 5 Anträgen beim Bundesparteitag in Chemnitz geführt, wobei die im Endeffekt im Rahmen des ersten Antrags abgehandelt werden, wo sich dann der Bundesparteitag nur noch entscheiden soll, in welcher Form sie eine Beauftragung erteilen, wenn sie es wollen. Genau. So, ja, heute gibt es sozusagen einen Crashkurs Basdem, bei dem ich euch die verschiedensten Aspekte von diesem Konzept einführen werde. Ich habe eine Frage vorweg: Wer von euch hat schon mal im Wiki auf meiner Benutzerseite sich das Basdem-Konzept durchgelesen? Hand hoch. Wer hat es schon mal gelesen? Doch so viele. Okay, das ist ganz positiv. Dann gibt es nur sehr wenige Personen, die heute Sachen zum zweiten Mal hören. Ja, zunächst mal die Frage: Warum brauchen wir Basdem? Ist ganz einfach, weil wir ein Problem haben, nämlich das da. Wir haben viel zu viele Mitglieder. Genau. Das ist in sich eigentlich ein Paradoxon, ja, dass man zu viele Mitglieder hat als Partei. Aber wenn man es im richtigen Kontext betrachtet, wird die Aussage verständlicher. Denn der Kontext lautet Meinungsbildung und Entscheidung. Wenn man sich diese beiden Vorgänge mal genauer anschaut, stellt man fest, die sind grundverschieden. Bei der Meinungsbildung müssen Positionen erarbeitet werden. Und je breiter man dabei arbeitet, je breiter das Spektrum der vertretenen Positionen ist, umso besser. Bei der Entscheidung werden dann aus den erarbeiteten Positionen die mehrheitsfähigen rausgesucht und als Parteimeinung festgelegt. Das passiert dann beispielsweise auf einer Mitgliederversammlung, wie einem BPT. Schauen wir uns mal zuerst die Meinungsbildung genauer an. Mit Meinungen sind in diesem Fall politische Positionen gemeint, die man zu einem bestimmten Thema hat. Ein Beispiel wäre, gegen eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu sein, beispielsweise. Meinungen sind dabei in erster Linie individuell. Um aus den verschiedensten Möglichkeiten, die man hat, eine Parteimeinung zu ermitteln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen direkt, qualitativ, quantitativ, okay, schön, verwurschtelt. Ich gleich mal beide ein. Ist genau falsch rum. Man kann zum einen quantitativ vorgehen und direkt die Meinungen abfragen, ja, und dann erhält man im Endeffekt direkt eine ideologische Aussage. Die Vorgehensweise empfiehlt sich bei Punkten, wo man einfach, ja, für Datenschutz oder gegen Datenschutz. Da gibt es nicht viel, was man argumentativ machen kann. Das ist einfach eine Frage der persönlichen ideologischen Einstellung. Und dazu im Gegensatz steht die qualitative Aufbereitung, die läuft auf Basis einer Diskussion ab, die mit Argumenten geführt wird, so mal im Gröbsten.
Ja, wie schon erwähnt, es gibt Situationen, in denen man die Frage einfach nicht qualitativ lösen kann. Dann muss man quantitativ vorgehen. Aber ansonsten ist es eigentlich grundsätzlich besser, qualitativ vorzugehen mit Argumenten, weil man dann die Möglichkeit hat, sich auf einen Standpunkt zu einigen und nicht einfach nur Standpunkte miteinander kollidieren. Ja, das Ziel der Meinungsbildung ist dabei ein Konsens, womöglich. Aber wo der Konsens nicht möglich ist, muss das Ziel der Meinungsbildung sein, möglichst ideale Positionen zu erarbeiten und auf einen Stand zu kommen, an dem man dann eine Entscheidung treffen kann. Genau. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Meinungsbildung, nämlich die Vorbereitung einer Entscheidung. Möglichst alle wichtigen Punkte zu einer Fragestellung oder eines Problems müssen beleuchtet werden und dazu Argumente gesammelt werden. Und dann kann man eine Entscheidung auf Grundlage der möglichst vollständigen Informationen treffen. So. Außerdem kann, das ist möglich, bereits in der Meinungsbildung eine gewisse Priorisierung stattfinden, nach der man entscheidet, mit welchen Themen man sich vorrangig befassen möchte. Kommen wir zur Entscheidung. Das Ziel von einer Entscheidung ist immer, aus den möglichen Alternativen etwas auszuwählen und eine einzige zu bestimmen, die für die Partei in diesem Fall gültig ist. Der Teil der Parteiarbeit ist rechtsverbindlich zum einen und durch verschiedene Bundesgesetze reglementiert. Die derzeitige Praxis in der Piratenpartei sind Mitgliedervollversammlungen in Form von Bundesparteitagen oder entsprechenden anderen Parteitagen. Dabei wird im Moment noch bewusst auf ein Delegiertensystem verzichtet, um den basisdemokratischen Anspruch gewissermaßen aufrechtzuerhalten. Abstimmungen und Aussprache müssen gemäß Parteiengesetz verschiedensten Forderungen gerecht werden. Dazu gehört insbesondere Minderheitenschutz, der sowohl ein Mitspracherecht als auch das Recht auf geheime Abstimmung impliziert. Aus diesen Gründen ist es auch schwer bis überhaupt nicht möglich, Entscheidungen in elektronische Systeme zu verlagern, da man dafür dann einen funktionierenden Wahlcomputer braucht. So. Ja, das Hauptproblem der Meinungsbildung und der Entscheidung in der Piratenpartei ist im Moment die große Menge an Personen, die bei der Entscheidung und der unmittelbaren Meinungsbildung mitwirken wollen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der unmittelbaren Meinungsbildung, beispielsweise während eines Bundesparteitages, und einer mittelbaren Meinungsbildung, beispielsweise im Vorfeld eines Bundesparteitages. Durch die ständige Wiederholung von eigentlich schon Gesagtem verliert man bei jedem Antrag eine erhebliche Menge an Zeit und dadurch wird es stark erschwert bis unmöglich, eine relevante Menge von Anträgen in einem akzeptablen Zeitraum abzuarbeiten. Und die bisherige Praxis, nämlich dazu aufzufordern, dass man sich doch im Vorfeld bitte mit den Themen bei einem Bundesparteitag beschäftigt, hat definitiv nicht funktioniert. Und beim Bundesparteitag in Bingen hat man es gesehen, was da für eine Katastrophe im Endeffekt rauskam. Wir hatten nicht mal einen Ansatz von einer Chance, in den verbliebenen paar Stunden nach den Vorstandswahlen noch in irgendeiner Form produktiv zu arbeiten. So. Also ich möchte jetzt zwar nicht den Parteitag in Chemnitz vorwegnehmen, aber ich denke, die meisten werden mit mir übereinstimmen, dass man auch da gemessen an der Anzahl der Anträge eine mittelprächtige Katastrophe zu erwarten hat. Simpel und einfach, weil es wieder zu viele Anträge in zu wenig Zeit sind und eine Vorbereitung im Endeffekt gar nicht möglich ist. Ja, kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade eben schon verfrüht vorgezogen habe, nämlich Liquid Feedback. Liquid Feedback ist ein System, das ja grob auf dem Prinzip der Liquid Democracy aufbaut. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist Liquid Democracy ein Prinzip der demokratischen Beteiligung, bei dem auf starre Delegationen verzichtet wird und stattdessen flüssige Delegationen bzw. Direktwahl tritt. Dieses Prinzip wurde entwickelt, um Defizite in der parlamentarischen Demokratie zu bekämpfen. Und zwar genau das Defizit, dass eben der Wähler kaum noch Einfluss auf die direkten Entscheidungen in der Politik hat. Liquid Democracy und damit Liquid Feedback hat als Zielsetzung, eine mehrheitliche Aussage zu treffen.
Worauf zielt Liquid Feedback also ab? Nach den Vorstellungen und den Aussagen vom Bundesparteitag in Bingen soll Liquid Feedback zur Erstellung von Meinungsbildern eingesetzt werden. Das bedeutet also, dass Liquid Feedback de facto im Bereich Meinungsbildung eingesetzt werden soll, aber Liquid Feedback baut auf Liquid Democracy auf und zielt auf Entscheidungsfindung ab. Das heißt, es fällt systematisch eigentlich in den Bereich Entscheidung, wird aber für den Bereich Meinungsbildung eingesetzt. So, kommen wir zu ein bisschen Statistik. Das da ist mit freundlicher Genehmigung von StreetDog gemacht worden. Und ich denke, es ist eine sehr schöne Statistik, an der man erkennen kann, was in Liquid Feedback im Moment schief läuft. Wenn man sich es mal anschaut und die Zahlen auch noch im Kopf behält, es gibt über 3000 registrierte Mitglieder in Liquid Feedback und mindestens 1000 davon haben noch keine einzige Aktivität in diesem Programm gehabt. Über 2600 Mitglieder, also gerade mal 400 Mitglieder, haben überhaupt mehr als 100 Aktivitäten gehabt und wir reden hier vom gesamten Zeitraum, vom Start des Systems bis heute. Das ist weniger als ein Klick pro Tag. So. Hier seht ihr das Gesamtstimmgewicht. Das bedeutet, alle Stimmen, die zu den entsprechenden Themen abgegeben wurden. Und man erkennt es jetzt nicht ganz so deutlich, weil es nicht nach zeitlichem Ablauf, sondern nach den entsprechenden Initiativen. Ist es zeitlich? Ich dachte, es wäre nach Initiativnummer. Ist zeitlich. Okay. Gut. Man erkennt grob eine Richtung, in die das geht. Und so ist es auch so, dass man die ganze Statistik von Liquid Feedback im Endeffekt mit dieser Grafik zusammenfassen kann. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen provokativ. Das ist zwar ein bisschen provokativ, aber im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, es ist auch eine Sache, die man selbst beobachten kann. Am Anfang des Betriebs von Liquid Feedback waren in den Abstimmungen über 500, 600, 700 Stimmen abgegeben worden, was gemessen an den über 3000 Teilnehmern immer noch nicht besonders viel war, aber es war immerhin etwas. Und inzwischen werden im Bereich zwischen 200 und 300 Stimmen abgegeben. Also es ist einfach auch mit dem bloßen Auge, ohne Zuhilfenahme von irgendwelchen Statistiken zu erkennen, dass da was im Schiefen ist. Daran könnt ihr die Top 5 Delegationsnehmer sehen, im roten Bereich, wenn ich das richtig sehe. Genau. Also ich sag, es sind noch Delegationen drin. Aber man kann ungefähr sagen, momentan ist es so, die Aktivität unterscheidet sich nach Themenbereich deutlich. Also es gibt Themenbereiche, die haben ein bisschen mehr Aktivität, konstant als andere. Aber es bewegt sich von selbst abgegebenen Stimmen immer so um die 200 rum. Plus minus 100 etwa. Ja, da hinten ist eine Frage. Ja, soweit ich mich erinnern kann, wurde es in Bingen halt so beschlossen, dass wir das mal ausprobieren wollen, Liquid Feedback. Kann ja ein Ergebnis sein, der Pfeil, den du da gerade gezeigt hast. Ja. Also was meine persönliche Erfahrung mit dem Liquid Feedback Tool, ist ja nur ein Tool, ja, war halt auch, naja, Usability war erstmal nicht so der... Komme ich gleich noch dazu. Was an der Stelle jetzt angesprochen wurde, ist, gut, die Beauftragung in Bingen ist sowieso ein heißes Thema gewesen, das sehr ausführlich diskutiert wurde. Und ja, Liquid Feedback wurde im Endeffekt dafür beschlossen, den Parteitag vorzubereiten. Es hat sich aber niemand Gedanken darüber gemacht, wie das denn in irgendeiner Form eigentlich zu geschehen hat. Und jetzt interpretiert man sich halt rein, was einem gerade in den Kram passt. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei den Kritikern als auch bei den Befürwortern. Ja. Die Gründe für das Scheitern, und an der Stelle bin ich jetzt ganz knallhart, ich sehe das Projekt Liquid Feedback als solches als gescheitert, sind vielfältig
Und ich habe mir mal ein paar herausgearbeitet, die meiner Meinung nach wichtig sind. Eines ist schon genannt worden, die Usability, die Benutzerfreundlichkeit. Liquid Feedback richtet sich einfach nicht an seinen Benutzern aus. Es erscheint vor allem als unveränderlicher Monolith sozusagen, ja. Was da insbesondere schädlich war in dem ganzen Prozess, ist die mangelhafte Kommunikation der Grundlagen. Es gab eine sehr witzige Episode, bei der im Endeffekt praktisch jeder Änderungsvorschlag an bestimmten Teilen abgelehnt wurde mit "Das verstößt gegen das Konzept von Liquid Feedback". Und dann hat man mal nachgefragt, ja, was ist denn das Konzept von Liquid Feedback? Man kam nichts. Und an der Stelle muss man auch eins dazu sagen, es gibt eigentlich gar keine so wohl definierten Grundlagen, wie man sie bräuchte, denn Liquid Feedback wurde ohne eine genaue Definition des zugrunde liegenden Problems erstellt. Liquid Feedback wurde im Prinzip unter der Prämisse erstellt, wir bauen jetzt mal Liquid Democracy. Und genau das haben sie auch gemacht. Nur dann kann man es nicht für spezifische Probleme einsetzen, ohne das System an diese Probleme auch anzupassen. Ein weiteres Problem ist beim Liquid Feedback Team bedauerlicherweise das Thema Kritikfähigkeit und auch Umgang mit Kritikern. Also ich möchte jetzt darauf hinweisen, das ist jetzt natürlich, was diesen Punkt angeht, hoch subjektive Meinung von mir, wobei es jeder für sich selbst beurteilen kann, einfach einen Blick auf die Liquid Feedback Mailingliste werfen. Das ist für die ganz Harten, denen die Aktive zu weich ist. Es geht einfach nicht. Also was mich besonders gestört hat, ist jetzt nicht so dieses Thema Datenschutz und ähnliches, sondern das Thema, es hat dann jemand angefangen, Feature-Requests im Liquid Feedback einzustellen, die teilweise auch angenommen wurden, wo dann vom Liquid Feedback-Team kam, also erstens stellt es bitte nicht in Liquid Feedback ein und zweitens, ob wir es umsetzen, wissen wir noch nicht. Ja? Also sie wollen ja die Beschlüsse in Anführungszeichen ihres eigenen Tools nicht akzeptieren. Ja? Oder sagen wir es mal so, zumindest halt nicht Arbeit reinstecken, um es umzusetzen. Das kann man ja schon verstehen, dass jemand Sachen nicht implementiert, die ihm nicht gefallen. Aber man könnte ja schon sagen, ja, aber eigentlich ist genau der richtige Weg, das voranzutreiben. Insbesondere, wenn es jetzt um Sachen geht, die Usability verbessern und offensichtlich und nicht irgendwelche Feintuning an Quoren oder ähnliches ist, wo man wirklich diskutieren kann, ja. Also es sind einfach Sachen, wo man insgesamt sagen muss, dass eben die Kritikfähigkeit, Kritik wird als Angriff wahrgenommen. Jeglicher Änderungsvorschlag wird als Angriff wahrgenommen. Das heißt, man kann auch gar keine Eingaben in das System machen. Man kann nicht selber sagen, ich hätte hier einen Vorschlag, so und so könnte man das System aus meiner Sicht verbessern und dann wird darüber geredet, sondern man macht diesen Vorschlag und dann wird einem im Endeffekt vorgeworfen, du willst doch nur, dass Liquid Feedback abgeschaltet wird. Das ist mein Erlebnis, das ist das Erlebnis von vielen anderen Personen, die sich mit diesem Bereich auseinandergesetzt haben. Ja, bleibt ein Fazit, nämlich dass Liquid Feedback aufgrund von einigen Sicherheitsmängeln im Endeffekt nicht für den Bereich Entscheidung bei uns eingesetzt werden darf. Es entspricht einfach nicht den demokratischen Grundsätzen, die ein entsprechendes Organ in der Partei haben müsste. Gleichzeitig kann man es aber auch nur bedingt bis gar nicht im Bereich Meinungsbildung einsetzen, denn dafür ist es nicht gemacht. Denn Liquid Feedback zielt, wie gesagt, direkt auf eine quantitative Abarbeitung von Vorschlägen hin. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die qualitative Aufarbeitung nicht in Liquid Feedback erfolgen kann. Nur das sollte ja eigentlich der Idealweg sein. So. Kommen wir zu dem Teil. Hast du noch was zum Liquid Feedback zu sagen? Oder mal Nee, das ist gerade zu deiner dann. Aussage wollte ich noch was sagen. Es gibt ja diese Anregungen und es gibt so ein leichtes Optimierungsspiel, sage ich mal, in Diskussionsphase. Das sieht man aber deutlich, dass es darum geht, die Anträge durchzubringen. Also das ist so eine Art, ich möchte sehen, was ich an meinem Antrag noch optimieren muss, um die Mehrheit zu bekommen. Ja, also dieses quantitative Optimieren. Und das ist halt genau das, was du nicht vorstellen willst oder was Genau. nicht das ist, was wir haben wollen. Also Bastem zielt ganz klar auf qualitative Arbeit ab. Da hinten ist noch ein Redebeitrag. Wenn ich mal ganz kurz eine Anmerkung zu dem Thema Kritikfähigkeit des Liquid Feedback Teams machen darf, so aus meiner Sicht. Ich muss mich vielleicht vorher als jemand outen, der sich angemeldet hat und danach im Prinzip dort keine Aktivität hatte, leider. Und ich hatte
ich habe die internen Diskussionen nicht wirklich verfolgen können. Das hat alles was mit Zeit zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Gut, kann Ausrede sein, aber ja. Und hatte meistens die Außensicht drauf. Und ich würde jetzt einfach das mal so zusammenfassen, ohne da gezielt Leute beschuldigen zu wollen oder irgendwie in irgendeine Richtung Vorwürfe auszusprechen. Sagen wir mal, bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich, warum die Leute jetzt so empfindlich sind, denn ich habe das Gefühl, die ganze Atmosphäre ist sehr vergiftet gewesen. Ja, das wollte ich bloß nochmal dazu sagen. Kann ich dir ganz klar zustimmen. Die Atmosphäre ist vergiftet. Andererseits, ja, da stoßen an meiner Stelle jetzt auch Welten aufeinander. Ich habe selbst Open-Source-Projekte betreut und habe dabei immer darauf geachtet, dass auch die schärfsten Kritiker nicht das Gefühl hatten, nicht zu Wort kommen zu können. Und das fehlt mir bei Liquid Feedback einfach vollständig. Und das wurde auch aus meiner Sicht nicht versucht. Und wenn man halt Kritiker nicht zu Wort kommen lässt, dann heizt sich eine Situation ganz klar auf. Was du gerade meintest, dass das Quantitative, dass du das jetzt gar nicht betrachten willst, aber ich sehe das auch in Liquid Feedback nicht so richtig umgesetzt. Also im Prinzip ist das, finde ich, eine ganz gute Idee, dass man das praktisch irgendwie 50 Piraten jemandem sozusagen eine Verhandlungsvollmacht erteilen, um einen Vorschlag zu verbessern. Aber das ist durch diese Anregungen in Liquid Feedback überhaupt nicht umgesetzt. Da schreibt man ein paar Sätze, es ist in Liquid Feedback überhaupt keine Möglichkeit, darüber zu diskutieren oder auch nur nachzufragen, wie es überhaupt gemeint ist. Und entweder ist es ganz klar, dann kann man es umsetzen, wenn man der Meinung ist, aber wenn man es nicht versteht, dann geht die Anregung halt einfach unter, weil man überhaupt nichts damit anzufangen weiß als Antragsteller. Grundsätzlich ist dein Einwand korrekt, allerdings rede ich jetzt von Grobkonzept im Endeffekt und nicht von der speziellen Umsetzung. Liquid Feedback baut grundsätzlich auf dem Ansatz auf, Meinungsbilder quantitativ, also die Meinungsbildung quantitativ zu betreiben. Die konkrete Umsetzung, dass die an manchen Stellen fehlerhaft ist und nicht ganz dem quantitativen Modell folgt, sondern einige Eigenarten hat. Ja gut, was ich jetzt meinte, ist jetzt, dass man in das Qualitative noch so einen quantitativen Aspekt mit einbringt. Und bei Liquid Feedback fehlt das Qualitative halt vollständig. Also man kann, ja. Die Anregungen kommen rein, aber man kann nicht mehr darüber diskutieren. Ich stelle nachher das Modell von Bastem ja vor. Also ich will den quantitativen Bereich nicht vollständig ausschließen, aber das Wichtigste ist einfach der qualitative Bereich. Einfach weil, wenn du in der Meinungsbildung quantitative Erhebungen machst, dann sind die nützlich in der Meinungsbildung selbst. Aber sie sollten auf keinen Fall für etwas Weitergehendes verwendet werden. Am Ende der Meinungsbildung muss am besten eine qualitative Ausarbeitung eines Komplexes stehen. Denn nur eine qualitative Ausarbeitung kann weiterverwendet werden. Eine quantitative Ausarbeitung hilft mir im Endeffekt nicht weiter. Okay. Die Frage lautet, gibt es eine Lösung? Ziel von Bastem ist an dieser Stelle zunächst mal, das Problem zu beschreiben, das wirklich vorliegt, und danach eine Lösung zu erarbeiten. Wie dargelegt, liegt das Problem meiner Meinung nach bei den Entscheidungsprozessen. Wir benötigen eben Entscheidungsprozesse, die der Größe unserer Partei gerecht werden und dabei auch bei mehreren tausend Mitgliedern nicht zusammenbrechen. Lösungen für diese Problematik werden zurzeit vielfach diskutiert. Das eine wären zum Beispiel Delegierte oder dezentrale Parteitage. Und meine spezielle Lösung lautet eben Bastem. Während das die Tools sind, die wir momentan, oder die Mittel sind, die wir momentan diskutieren, während Liquid Feedback grundsätzlich gewichtete Debatten zulässt, ist seine Struktur aber so restriktiv, dass es ein wirklicher Diskurs, eine wirkliche Diskussion gar nicht zustande kommen kann. Und da es auch nicht darauf abzielt, Positionen zu vereinen, soweit möglich und sofern nicht möglich zu verbessern, kann man es einfach nicht für diesen Bereich einsetzen. Das heißt, Liquid Feedback ist einer der gescheiterten Ansätze. Er war nicht nutzlos, er hat uns einiges beigebracht im Endeffekt, aber er muss als gescheitert betrachtet werden. Ein weiterer gescheiterter Ansatz ist die Antragsfabrik, denn während das Wiki grundsätzlich offen für jeden ist, ist es so strukturlos, dass wiederum eine wirkliche Diskussion nicht zustande kommen konnte. So, man muss also hier gewissermaßen einen Mittelweg finden, und an der Stelle kommt jetzt Bastem.
Vor knapp einem Monat, als ich angefangen habe, dieses Konzept zu entwickeln, war das eigentlich ein reines Software-Konzept. Mittlerweile ist es ein bisschen mehr. Und zwar ist Bustam, was ich vorhin in der Diskussion schon angeklungen habe, in Gesprächen mit anderen Piraten ein bisschen weiterentwickelt worden. Und zwar in eine Hinsicht, dass es auch gezielt eine Real-Life-Komponente sozusagen geben soll. Denn Diskussionen sind im elektronischen Medien toll, kann man führen, aber sie sind manchmal oder auch sehr häufig nicht besonders zielführend. Und das erfordert wiederum, dass man bestimmte Themen auch im echten Leben mal miteinander Auge in Auge bespricht. Und an dem Punkt ist das Konzept noch ein bisschen unausgereift sozusagen, Work in Progress. Da geistern mir momentan Ideen durch die Gegend von regelmäßigen Diskussionstreffen unter bestimmten Themenkomplexen, bei denen dann entsprechende Sachen aus Bustam bearbeitet werden und die Ergebnisse zurückfließen. Aber alles in allem kann man sagen, dass eben die Treffen im echten Leben auch einen Informationsrückfluss ins System haben sollen. Die Grundlage von Bustam ist dabei, dass es wirklich keinen Ballast haben soll, keinen ideologischen Ballast. Es soll ein genau definiertes Problem lösen, nicht wie Liquid Feedback, dass man eine Software hat, irgendein anderes Problem zu lösen und das dann halt einfach mal unverändert annimmt. Und es ist explizit gedacht für die Meinungsbildung. Und, wie schon gerade eben dargelegt, es ist explizit ein Software, aber auch ein Kommunikationskonzept. So, kommen wir zu dem Thema. Was kann Bustam eigentlich? Grundsätzlich kann Bustam das, was wir wollen. Es ist kein fertiges Tool mit Zielen und Grundlagen, die entworfen wurden, weil sie so von außen diktiert wurden, sondern es ist ein Konzept, das sich den Zielen und den Grundlagen, die die Partei dafür wünscht, anpassen kann. Dieser Vortrag jetzt hier dient dabei sozusagen als Starthilfe für die Diskussion der Ziele und Grundlagen, die dann wiederum Bustam zulaufen sollen. Und in Bustam sollen nach meiner Meinung sowohl die Erfahrungen aus dem Wirkbetrieb von Liquid Feedback eingesetzt werden, als auch die Meinungen und Vorschläge von Personen, die bisher nicht an Liquid Feedback teilnehmen konnten. So. Es gibt verschiedene Grundlagen für Bustam. Und die grundlegende Frage beim Entwurf dieses Programms muss einfach sein, was wollen wir? Das hier ist mein Versuch von einer Beantwortung. Gewichtete Diskussion, offenes System, Expertenmeinung und Gewichtung der Diskussion zueinander. Diese Punkte, die da stehen, sollen erstmal ohne eine besondere Rangordnung dastehen. Sie sind alle erstmal gleichberechtigt. Gehen wir sie mal durch und gucken uns einfach an, der Reihe nach, was sie bedeuten. Eine gewichtete Diskussion. Die braucht ein Thema, Vorschläge, daran festgemachte, nach Pro und Contra aufgeteilte Argumente, sowie die Möglichkeit, auf alle diese Beiträge auch antworten zu können. Argumente müssen dabei ebenso kommentiert werden können wie Vorschläge und Kommentare zu Vorschlägen. Und die Gewichtung stellt dabei sicher, dass das System benutzbar bleibt. Ziel ist es dabei, die an den Vorschlägen festgemachten Argumente möglichst weit auszuarbeiten und alternative Vorschläge zu entwickeln, ohne die Übersicht zu verlieren. Wenn man sich das Konzept jetzt mal anschaut, es bietet im Endeffekt an jeder Stelle die Möglichkeit für eine interaktive, für ein interaktives Feedback. Hatte Sebastian vorhin ja schon mal erwähnt, diese Rückkopplung in die Politik. Und es bietet durch die Gewichtung die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. Und an der Stelle habe ich jetzt eine Sache gemacht, und zwar Slashdot, genau. Wurde ich schon mal gefragt, ich habe es tatsächlich vorher nicht mir angesehen, aber es hat tatsächlich was davon. Und zwar ist die Bewertung gezielt aufgeteilt zwischen Qualität und Zustimmung. Qualität bedeutet, dass der Beitrag ungeachtet meiner persönlichen Zustimmung für gut oder lesenswert erachtet wird. Das bedeutet, ein gut recherchierter Beitrag oder ein besonders griffiges Argument kann ich als gut bewerten, ohne dass ich selbst ihm zustimmen muss. Und an dieser Stelle
muss man jetzt auf eine Grundlage, die ich bisher nicht genannt habe, hinweisen, denn Bastem baut auf der Grundlage auf, dass die Mehrheit der Benutzer fair ist. Das ist ein mutiges Konzept. Denn es impliziert, dass ein Benutzer nicht absichtlich oder eine Mehrheit der Benutzer nicht absichtlich gute Beiträge schlecht bewertet, weil sie mit dem Inhalt nicht zufrieden sind. Inwiefern man an dieser Stelle noch weiter tätig werden kann, ist bisher noch nicht ausgearbeitet. Das ist eine der Sachen, die man ausprobieren muss. Hier hinten ist ein Redebeitrag. Nur ganz kurz zu der Gewichtung. Seid ihr jetzt alle taub? Zur Gewichtung von Argumenten. Da setzt was anderes an, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Und zwar ist es so, dass ausschließlich Personen, die der Pro-Partei den Pro-Argumenten eben auch bestimmte Wertigkeit zuweisen können. Ja, und die du meinst Simple Debate. Danke, dass du dafür den Namen hast. Vielleicht ist das noch was, was du damit einfließen lassen möchtest, kannst. Simple Debate verfolgt grundsätzlich den gleichen Gedanken, allerdings ist es einfacher gestrickt und hat keine Meta-Ebene. Simple Debate besteht wirklich nur aus einer Verkettung von Pro- und Kontra-Argumenten. Ich halte aber insbesondere die Möglichkeit, direkt antworten ohne Wertung und die Bewertung insgesamt und auch das Expertensystem, zu dem wir gleich noch kommen werden, für relativ wichtig für eine vernünftige Arbeit mit dem System. Einfach um einen Überblick zu behalten. So. Ich wollte nur kurz noch mal sagen, Slashdot hat eine Meta-Moderation. Da werden einzelne Moderationen, also sprich, wenn ich jetzt etwas heruntervote, zufällig ausgewählt und einer kleineren Benutzerkreisgruppe vorgelegt und nochmal gefragt, findest du dieses Voting fair? Und daraus wird dann so ein Karma oder ich weiß nicht genau, wie das da heißt, bewertet. Das heißt, wenn jemand sehr oft unfair jemand runtervotet anhand von dem Qualitätskriterium, dann nimmt seine Qualitätsvoting-Stärke auch ab. Okay. Das ist aber relativ sozial. Das ist halt die Frage, ob man das in einem sehr formellen Tool so benutzen darf oder kann. Ja. Das ist eine der Möglichkeiten, die man sicherlich diskutieren kann. Aber zunächst würde ich es einmal ohne besondere Maßnahmen auf dieser Ebene benutzen und einfach schauen, ob es funktioniert. Im Unterschied zu Liquid Feedback soll Bastem ja auch nicht so, jetzt haben wir es fertig, zack, sondern ganz im Gegenteil besteht der Anspruch ja im Endeffekt daraus, wir gucken jetzt mal, was geht. Und mit dem Anspruch gehe ich auch an das System ran. Ja, das war der Punkt gewichtete Diskussion. Der nächste ist offenes System. Wir hatten es vorhin schon mehrfach von dem Thema Offenheit und auch Transparenz. Ein offenes System zu fordern hat dabei mehrere Implikationen. Zum einen soll das System für Außenstehende möglichst einfach einzusehen sein. Und die Prozesse, die zur Entwicklung von einer Parteimeinung wichtig sind, sollten jedem offen zugänglich sein. Zum anderen soll das System aber möglichst allen Personen zugänglich sein. Es ist daher nicht sinnvoll, das Erstellen von Vorschlägen oder anderen Beiträgen auf Parteimitglieder zu begrenzen. Vorschläge und Bewertungen sollten unabhängig vom einstellenden Benutzer betrachtet werden und nur nach ihrem Inhalt bewertet werden. Für die Gewichtung bieten sich an der Stelle zwei Optionen. Man kann zum einen vollkommen offen oder auf die Parteimitglieder begrenzen. Das bedeutet, bei Option 1, da hätte man dann sozusagen ein Wiki mit einer besseren Struktur. Jeder kann halt. Oder Option 2, da hätte man die Beschränkung der Gewichtung der Diskussion auf Parteimitglieder und damit einen, naja, zwar nicht repräsentativ, aber immerhin eine Art von Schnitt durch die Teilnehmer. Es ist weiter wichtig, gemäß dem Motto, möglichst allen Personen zugänglich zu sein, dass niemand aufgrund von politischer Einstellung oder technischen Fähigkeiten vom Betrieb ausgeschlossen wird. Das klingt jetzt erstmal harmlos, aber es bedeutet einfach, dass das User-Interface deshalb nach Möglichkeit einfach zu halten ist und auch für den Laien bedienbar sein muss. Und des Weiteren sollte beispielsweise auch die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten so weit wie möglich eingeschränkt werden. Ist halt zum Beispiel ein Punkt, der mir persönlich besonders wichtig ist. Ja.
Wenn du sagst, offenes System, wo möglichst viele Leute, auch parteiexterne Leute, mitarbeiten können, sagst, dann möchte ich daran erinnern, dass du deinen Vortrag mit dem Provokanten, wir haben so viele Mitglieder, angefangen hast. Sprich, du hast gesagt, unsere Diskussion wird deswegen schwierig, weil sich immer mehr Leute daran beteiligen wollen. Genau. Jetzt sagst du, ich möchte ein neues System einführen und das Schöne an einem neuen System ist, dass sich noch mehr Leute daran beteiligen werden. Ist da nicht irgendwo ein Widerspruch? Nur scheinbar. Der Widerspruch löst sich dann auf, wenn man betrachtet, durch was sich die Personen dann daran beteiligen. Da hinten ist noch ein Redebeitrag, also könnt ihr das Mikrofon gerade hintergeben. Und zwar löst er sich wieder der Widerspruch dann auf, da sich die Personen nicht nur durch eine reine Willenskundgebung beteiligen, also sie sagen ja, nein oder doof, sondern sie können sich qualitativ beteiligen. Und eine qualitative Beteiligung ist unabhängig davon, wie häufig solche Dinge gemacht werden, immer eine Bereicherung. Wenn sich jemand mit einem bestimmten Thema befasst und dazu einen Beitrag formuliert, dann kann er einen Punkt in der Diskussion erhellen, den vielleicht vorher noch niemand bedacht hat. Während wenn User 597 zu Liquid Feedback Thema 95 seine Stimme Ja abgibt, ist damit niemandem geholfen, denn das lässt sich nicht weiterleiten, das lässt sich nicht weiterverwenden. So, wir haben ja schon öfters über das System geredet. Ich hatte jetzt gerade, als du es auch mal vorgestellt hast, eine Idee. Bevor ich sie vergesse, werfe ich sie gleich mal in den Raum. Man könnte sowas in der Richtung bauen, dass auch Parteiexterne wirklich Anträge einstellen können, aber sie werden, kommen erst richtig in das System rein, wenn jemand aus der Partei praktisch den, die Patenschaft für den Antrag übernimmt. Damit hätte man die Möglichkeit wirklich, wie es schon oft gefordert wird, dass jedermann Anträge einbringen kann, aber es gibt halt noch eine gewisse... Ja, wie soll ich sagen, es kommt nicht jeder Antrag an den Parteitag, sondern eben, es wird eine Patenschaft übernommen. Diese Idee ist eigentlich schon Bestandteil des Konzepts. Es okay, war vielleicht nicht eindeutig formuliert, aber wenn ich sage, dass wirklich jeder von außen Eingaben machen kann, dann bedeutet das Eingaben an jeder Stelle. Das bedeutet auch neue Vorschläge oder Themen. Justus, du hast vorhin gesagt, es erfolgt eine inhaltliche Bewertung. Durch wen? Durch die teilnehmenden Benutzer. Also das ist einer der Punkte, an denen man drehen kann. Zum einen kann das eine inhaltliche Bewertung durch jeden sein, also jeden beliebigen Menschen. Zum anderen kann man an der Stelle beliebig begrenzen. Man kann natürlich sagen, okay, es kriegt nur jedes Parteimitglied einen entsprechenden Zugang, bei dem es bewerten kann und so weiter. Da lassen sich bestimmte Konfigurationen treffen. So, kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Expertenmeinung. In jeder Diskussion gibt es Experten. Das sind Menschen, die aufgrund von Ausbildung, Tätigkeit oder in die Erforschung des Sachverhalts gewissermaßen investierte Zeit zu besonders guten Beiträgen zum Thema in der Lage sind. Wer ein Experte ist, bestimmt dabei jeder für sich selbst. Und er kann dazu die Bewertung der Beiträge zur Hilfe nehmen. Jeder Benutzer sollte für sich sozusagen die Möglichkeit haben, die Aussagen von Experten automatisch zu verfolgen, sowohl themenbezogen als auch global. Und die Experten übernehmen dabei die Rolle von Aggregatoren, das heißt, sie sammeln und verfeinern Informationen, die sie für relevant halten. Und wichtig ist hierbei, dass die Wahl eben nicht vom System, sondern vom Benutzer vorgenommen wird. Das ist gewissermaßen ein Kind der Delegationen in Liquid Feedback. Und zwar basierend darauf, dass ich durchaus sagen kann, aufgrund von Beobachtung der Beiträge, dass ich diesen Menschen, der hinter diesem Account steckt, für besonders klug halte, für besonders begabt im Bereich Urheberrecht beispielsweise. Und dann sage ich, okay, dann möchte ich gerne die Äußerungen dieser Person im Bereich Urheberrecht verfolgen, weil wenn der was sagt, dann ist das sicherlich interessant für mich. Ich kann zum Beispiel auch jemanden zum Experten erklären, der eigentlich gar nicht meiner Meinung entspricht. Einfach um zu sehen, okay, jetzt hat jemand, der eigentlich grundsätzlich nicht mit mir übereinstimmt, was Wichtiges gesagt. Mal gucken, vielleicht ist da ja was drin, was man brauchen kann oder vielleicht ist da was drin, dem ich widersprechen muss. Das Expertentool, also das ist ein Bestandteil des Konzepts der Experte, ist sozusagen, stellt euch vor wie Twitter. Man folgt jemandem. So. Ja?
Wie wird bestimmt, wer Experte ist? Machen das die Mitglieder selber? Sagen sie dem, glaube ich, ich für mich sage, ich bin Experte für das? Nein, du für dich sagst, wer für dich ein Experte ist. Ah, okay. Das heißt, jeder Benutzer hat die Möglichkeit zu sagen, das da ist ein Experte, dem möchte ich folgen. Okay, sonst noch Fragen? Okay, dann kommen wir zur Gewichtung der Diskussion zueinander. Es gibt Themen, die sind wichtiger als andere. So dürften wohl die wenigsten sich für die Regelung über die maximal zulässige Krümmung von Bananen interessieren, während das Thema Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken deutlich mehr Menschen interessiert. Das System soll diese Gewichtung abbilden und ein Benutzer sollte für jedes Thema eine Bewertung vergeben können, für wie wichtig er es hält. Beispielsweise über ein Ranking von 0 bis 10, von unwichtig bis wichtig. Und aus dem Durchschnitt der abgegebenen Stimmen konnte man dann die Wichtigkeit des Themas errechnen. Das ist ein Bereich, der sehr eng verwandt ist mit der normalen Bewertung, die ja auch schon implementiert werden sollen. So, und jetzt kommen wir zum größten Bereich, den ein Meinungsbildungstool eigentlich abdecken sollte, idealerweise, nämlich eine Übersicht für passive Nutzer. Passive Nutzer sind in dem Fall alle Personen, die sich nicht aktiv an der Meinungsbildung beteiligen wollen. Das sind in der Piratenpartei über 12.000 Menschen. Und der größte Nutzen von einem Meinungsbildungstool, der größte Nutzen, den es erreichen kann, ist Zeitersparnis. Je intensiver und je gründlicher sich einzelne Personen, einzelne Experten mit einem Thema befasst haben, und als Experte bezeichne ich in dem Fall einfach jeden, der Zeit in dieses Problem investiert, und je vollständiger die an den Vorschlägen festgemachten Argumente sind, umso einfacher hat es ein passiver Nutzer, der sich einen Überblick über den Vorschlag verschaffen will. Optimal wäre es an dieser Stelle, wenn alle eingestellten Themen zur Vorlage auf dem Bundesparteitag geeignet wären. Und zwar in dieser Form, dass eine Übersicht einfach direkt per Beamer an die Wand geworfen werden kann. Auf die Art und Weise kann man sich nämlich genau diese lästigen und eigentlich unnötigen Rückfragen und Fragen zum ständig dem gleichen Thema ersparen. Einfach, weil jeder im Vorfeld, wenn er eine wichtige Frage zu dem Thema aufwerfen will, wenn er ein wichtiges Problem mit dem Thema benennen will, die Möglichkeit hat, das im Vorfeld anzubringen und es dann beim Bundesparteitag zu zeigen. Also sprich, ich muss nicht, wenn ich einem Antrag widerspreche, hinstehen und 5 Minuten lang reden, sondern ich kann einfach vorher in Zusammenarbeit mit den anderen Menschen, die vielleicht Probleme ähnlich sehen, meine Argumente verfeinern und die Argumente dann direkt beim Bundesparteitag einfach zeigen, ohne hier noch lange um den heißen Brei rumreden zu müssen. So. Bedauerlicherweise noch nicht. Ich wollte eigentlich eine Beispielimplementation machen für heute, aber ich bin leider nicht mehr dazu gekommen. Ja, aus diesen Grundlagen leiten sich einige Features ab, die ich jetzt mal ganz kurz erläutern möchte. Das habt ihr ja vorhin schon gesehen, das ist im Grunde genommen das gleiche in grün mit nur einem weiteren Bereich, nämlich Themenbereiche. Die oberste Einheit wird es vermutlich werden, ähnlich wie in Liquid Feedback, weil eine Unterteilung in Themen einfach Sinn macht. Denn man möchte sich vielleicht nicht unbedingt mit dem Bereich Inneres befassen, aber vielleicht mit dem Bereich Datenschutz und so weiter. Dann hätten wir die Themen. Themen können von allen Benutzern erstellt werden und beim Erstellen eines Themas muss automatisch ein Vorschlag mit eingebracht werden. Themen können auf einer Skala von 0 bis 10 nach ihrer Wichtigkeit bewertet werden. Das ist mal der aktuelle Vorschlag. Also an der Stelle dazu gesagt, ich hatte vorhin ein paar Beispiele genannt. Hier sind in diesen Beschreibungen die Beispiele direkt eingebunden. Ja. Vielleicht habe ich was verpasst. Impliziert das nicht, dass das nur lösbare Probleme dann in BASTEM gibt? Nein, ganz im Gegenteil. BASTEM ist grundsätzlich sogar darauf ausgelegt, dass komplett entgegenläufige Thesen koexistieren können und an beiden gleichermaßen gearbeitet wird. Also eine... Also weil man ja auch gleich einen Vorschlag machen soll. Thema ist im Grunde genommen nur die Bezeichnung für den Komplex, also sowas wie Gesundheitssystem, und mein Vorschlag wäre dann, das Gesundheitssystem so und so zu verändern. Das ist die Semantik, die ich mir vorstelle.
weiß nicht, geschickter, das Thema ein bisschen beschreiben zu können, weil das Problem ist ja, es geht ja auch darum, in welchem Thema führe ich welche Diskussion, das heißt, die Themen müssen gegenseitig abgegrenzt werden und wenn ich jetzt ein Thema über den ersten Vorschlag abgrenze, dann ist das ja vom Datenmodell her, denke ich mal, ein Problem, es wäre ja geschickter, wenn die Abgrenzung im Thema steht. Also das Thema ist Gesundheitssystem reformieren, Abgrenzung wäre, hier soll es jetzt nur über... hier sollen keine, was weiß ich, grundlegenden gesellschaftlichen Änderungen passieren, ja. Und der erste Vorschlag wäre dann, ich weiß auch nicht wie, also lasse ich ihn weg. Also dann wäre die Vorschlagspflicht, würde ich dann weglassen. Ich bringe einfach nur das Thema ein, weil ich habe halt noch keine Idee dafür, aber ich weiß, dass es da ein Problem gibt. Lässt sich grundsätzlich einrichten, ja, ist ein interessanter Vorschlag. Ich kann nur sagen, dass ich es mal aufnehmen und überdenken werde. ja, gut, also das wären die Themen. Dann kommen wir zu den Vorschlägen. Vorschläge können von allen Benutzern erstellt werden. Ich hätte auch mal ein, zwei Fragen, wenn ich darf. Hau rein. Jetzt sieht das nach dem Einstellen eines Themas nur so aus, dass man erstmal nur Pro und Contra aufarbeiten kann. Oder sieht das Konzept auch vor, dass man auch eine alternative Lösung noch zusätzlich mit sagen kann, weil oft genug ist es so, also das ist meine Erfahrung bei Liquid Feedback, dass vieles, was eingestellt ist, die Idee nicht schlecht ist, aber so wie sie vorgetragen ist, so schwachsinnig ist, dass man es einfach ablehnen muss. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, in BASDEM soll keine Entscheidung ablaufen. Das heißt, es besteht erstens mal besteht zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, weitere Vorschläge einzureichen. BASDEM hat keine Phasen, jedenfalls im derzeitigen Konzept sehe ich es nicht vor, nach denen irgendwas nicht mehr möglich ist, sondern man kann tatsächlich zu jedem Zeitpunkt noch Beiträge hinzufügen, noch Argumente hinzufügen und auch alternative Vorschläge machen, selbstverständlich. Und Ziel ist es im Endeffekt, an einem Vorschlag zu arbeiten, bis man feststellt, okay, es geht gar nicht mehr. Also was an dem Punkt erstellt man dann einen alternativen Vorschlag. Was ich mir also jetzt gerade so, ich bin jemand, der sehr grafisch denkt, ja. Ich stelle mir das Ganze vor, man fängt an mit einem Basisproblem und fängt dann von da aus wie einen Baum das aufzusplitten, dass man sagt, man geht diese Richtung an, die stirbt irgendwann weg, weil sie einfach ausdiskutiert wurde und sagt, okay, das ist keine Lösung und entwickelt sich dann auf einem anderen Ast weiter, es entwickeln sich woanders zwei Äste mit Ideen zu dem Problem, bis schließlich sich die Hauptäste rausarbeiten, wo man dann sagt, okay, und darauf kann man basieren. Also das ist grundsätzlich möglich. Wenn man mal ganz kurz hinguckt, es gibt immer die Antwortmöglichkeit. Die Antwortmöglichkeit ist zunächst mal eine Möglichkeit, auf einen Beitrag zu reagieren, ohne zu werten. Das bedeutet, über die Antwortmöglichkeit, dort ist das Bewertungssystem auch aktiv, lassen sich Themen erweitern, fortsetzen. Also man kann an dieser Stelle schon eine Baumstruktur im Endeffekt aufbauen. Und inwiefern man dann etwas zurück in den Beitrag fließen lässt, ist entweder Sache des Erstellers oder seine eigene Sache, wenn man sich sagt, okay, es gab jetzt hier so viele interessante Anregungen in diesen Beiträgen, dass ich jetzt einen eigenen Vorschlag eröffne. Okay, gut. Danke. Bitte. Ja, Vorschläge können von allen Benutzern erstellt werden, das hatte ich ja schon, und Vorschläge werden mit Argumenten pro und contra verknüpft und können beantwortet werden. Und Vorschläge können inhaltlich bewertet werden. Inhaltliche Bewertung möchte ich an dieser Stelle sagen, die erfolgt nach zwei Kriterien, zum einen Zustimmung und Qualität. Dabei hat man dann die Wahl, Stimme zu, Stimme nicht zu oder es ist ein guter Beitrag oder ein schlechter Beitrag. Das sind im Endeffekt die Wahlen. Ja? Bei den Argumenten müssen die eindeutig als Pro oder Contra markiert sein? Man könnte noch eine dritte Möglichkeit neutral hinzuzufügen, wobei ich für ein neutrales Argument eine Antwort im Endeffekt empfehlen würde. Ansonsten fiel mir jetzt kein konkretes Beispiel ein, bei dem man ein Argument nicht entweder pro oder contra hat, weil Argument ist per Definition eigentlich eine pro oder contra Aussage. Die Frage wäre aber auch schon, dass der das Argument letztendlich da reinstellt oder schon in die Spalte pro dann dazu stellt, also nach dem Motto, ja hier, ich bin dafür wegen dem Grund, dass man dann auch schon von der, wenn man zwar schon eine Liste der Argumente sich ausgeben möchte oder sonst irgendwie sieht, die gibt es jetzt dafür, die gibt es dagegen. Das ist die grafische Aufbearbeitung im Endeffekt, die ja auch schon drin ist im Bereich Übersicht für passive Nutzer.
wo dann tatsächlich eine Gegenüberstellung der Pro- und Kontra-Argumente erfolgen soll. Also das ist schon im System inbegriffen. Okay. Die Argumente, hatte ich ja gerade eben erwähnt, können ebenfalls von allen Benutzern erstellt werden und können auch, auch beantwortet werden und ebenfalls inhaltlich bewertet werden nach dem gleichen System wie Vorschläge. Kommentare können ebenfalls von allen Benutzern erstellt werden und inhaltlich bewertet werden. Also Antworten können entsprechend selbst beantwortet werden. So. Hat jetzt zu dem Bereich jemand noch Fragen, insbesondere zu dieser Grafik hier? Ja, da. Was passiert, wenn durch die Antworten ein neues Argument entsteht? Dann wird hoffentlich das Argument von irgendjemandem, der es für wert hält, eingearbeitet. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, man eine Antwort automatisch zu einem Argument erheben. Oder halt bewusst machen, nachdem sie eine gewisse Gewichtung, Qualität oder sonst irgendwas erreicht hat, dass jemand sagt hier, okay, diese Antwort ist schon so gut, dass man sie jetzt zum Argument machen könnte. In diesem Fall müsste irgendein Benutzer die Antwort, die er für ein Argument hält oder der ein Argument entnehmen kann, als Argument neu einstellen. Aber also es gibt da keine, man kann das ja nicht automatisieren, das ist ja was. Es geht nicht um Automatisierung, es geht um Rückverfolgbarkeit, also sprich zu sehen, wie kommt man zu diesem Argument. Es ließe sich beispielsweise darüber nachdenken, für ein Argument eine Quelle angeben zu können, also beispielsweise auf einen bestimmten Beitrag in einer Diskussion verweisen zu können. Das wäre möglich. Dann für die praktische Umsetzung, wenn eine Antwort wirklich so gut ist, dass er zu einem Argument wird, kann man bei den Antworten irgendwie einen kleinen Button anbieten, zum Argument machen, dann kriegt man einen Text nochmal, kann ihn anpassen, noch einen Klick und es ist eingestellt. Also das ist dann was für die Usability, ja, um es einfacher zu machen. Genau. Okay, gut. Dann kommen wir zu einem weiteren schönen Punkt, nämlich das Thema Sicherheit. Grundsätzlich kann BASDEM verschiedensten Ansprüchen an die Sicherheit gerecht werden. Eine für Entscheidungen ausreichende Sicherheit kann aber nicht erreicht werden aus meiner Sicht. Das ist die Wahlcomputer-Problematik. Grundsätzlich sollte man daher bei diesem Thema berücksichtigen, welchen Wert ein Angriff auf ein System zur reinen Meinungsbildung hat. Der notwendige Schutz ist daher nicht besonders hoch, denn in BASDEM werden ja keine Entscheidungen getroffen. Das bedeutet, sondern die Grundlagen für eine Entscheidung erarbeitet. Das bedeutet, selbst wenn ein Angreifer sich unerlaubten Zugang verschafft und beispielsweise Bewertungen verändert, dann hat er dadurch keinen Vorteil in diesem Sinne, da die Bewertungen nur für die Gewichtung der Diskussion intern gebraucht werden. Mit dem Wissen im Hinterkopf, ja, allerdings ist das auch wieder eine Sache, inwieweit man die passive Ansicht beeinflussen kann. Im Endeffekt kann ja auch der Antragsteller, wenn er das möchte, selbst nochmal tätig werden, sich einen Snapshot von dem Ding machen und ihn selbst ein bisschen umstellen. Oder andere Stellen können an dieser Stelle eingreifen. Die Bewertung wollte ich ja ganz gezielt nicht übermäßig einsetzen, ja. Und ich hoffe auch, dass die Gesamtzahl der Argumente, der Argumentbeiträge im überschaubaren Rahmen bleibt. Wenn man sich mal Diskussionen ansieht und auf die grundlegenden Argumente herunterbricht, stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht so furchtbar viele sind. Beispielsweise bei der Liquid Feedback-Debatte, die ja mehrere hundert A4-Seiten füllt, sind es vielleicht 5 wirkliche Argumente. Das heißt, es macht kaum einen Unterschied, in welcher Reihenfolge die jetzt dastehen. Also wenn da jetzt halt der Chilling-Effekt hinter den Radieschen, die dann nicht mehr wachsen, steht, dann ist das relativ wurscht. So. Ja, also man muss an dieser Stelle einfach das im Hinterkopf behalten. Es hat kaum wirkliche Auswirkungen auf das System, wenn ich die Bewertungen verfälsche. Jedenfalls nicht, wenn ich es im laufenden Betrieb tue. Wenn ich es von Anfang an tue, ist es tatsächlich ein Problem. Allerdings müsste man dann schon sehr ausdauernd sein und
Welches Ziel sollte es haben? Die einzige Möglichkeit, etwas anzurichten mit einer derartigen Manipulation, wäre im Endeffekt die Diskussion zu torpedieren. Und dann kommt am Ende nichts wirklich Benutzbares raus. Wenn nichts Benutzbares rauskommt, was habe ich dann gewonnen? Ich habe ja es nicht geschafft, die Meinungsbildung zu beeinflussen, sondern ich habe einfach nur verhindert, dass sie stattfindet. Ist in sich natürlich heftig, aber inwiefern ist es schlimmer als jetzt? nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten für kryptografische Sicherheitsmaßnahmen. Und zwar ist es verhältnismäßig einfach, ein offenes System gegen Manipulation zu schützen. Dafür gibt es auch weit verbreitete Verfahren, die mit Open-Source-Software umgesetzt wurden. Ein Beispiel wäre PGP. Das ist eine Signaturinfrastruktur. Das bedeutet, man kann damit grundsätzlich eine nicht geheime Wahl verifizieren. Und zwar insbesondere ist ein solches System so umzusetzen, dass man eine qualifizierte elektronische Signatur verwendet für alle Entscheidungen, die ein Benutzer trifft. Und mit einer solchen Signatur lässt sich das System dann so konstruieren, dass ein Angreifer unmöglich den Datenbestand verändern kann, ohne dass es auffällt, weil er nämlich keine passende Signatur für den neuen Datenbestand erzeugen kann. Das System wäre mit der eingesetzten Kryptographie sogar durch einen vom Bundesparteitag bestimmten Wahlprüfer zu kontrollieren, sodass keine personenbezogenen Daten veröffentlicht werden müssten. Sprich, man hat die Signaturen, man hat eine Liste der erlaubten Signaturen, die öffentlich ist, und ein Wahlprüfer kontrolliert dann, ob für jede Eingabe im System ein Beitrag, also eine Steuernachricht vorhanden ist, die entsprechend signiert ist. Das ist ein Beispiel dafür. Ja? Also im Prinzip ist das mit den kryptografischen Sicherheitsmaßnahmen noch genau das Gleiche, was bei Liquid Feedback gesagt wird. Wenn ich alles offen habe, dann ist es auch nachvollziehbar. In diesem Falle nicht ganz. Wenn alles auf eine bestimmte Person zurückzuführen ist, dann ist es nachvollziehbar. An der Stelle muss man jetzt eine Sache dazu sagen, Liquid Feedback implementiert das Prinzip falsch. Liquid Feedback ist in diesem Sinne nicht vollständig nachvollziehbar. Das System wäre nachvollziehbar, da es auf eine eben nicht fälschbare Signatur zurückgreift, die von einer Einzelperson kontrolliert werden kann. Es hätte universelle Kontrollierbarkeit, nicht nur personenbezogene Kontrollierbarkeit. Ja? Heißt das, dass ich alles, was eingekippt wurde, jedes Thema, jedes Argument, ja, nie mehr gelöscht werden kann aus dem System? Nur Entscheidungen und nur so lange, bis eine Prüfung stattgefunden hat. Eine einzige Überprüfung reicht aus, dann können alle Steuernachrichten, die diese Dinge beinhalten, gelöscht werden. Ich möchte auch darauf hinweisen, das ist nur eine Option, ja, also, und auch nicht die von mir favorisierte, aber ich wollte es der Fairness halber trotzdem eröffnen, dass es eine Möglichkeit gibt, Manipulationssicherheit im Rahmen dieser Maßnahmen einigermaßen sicherzustellen. Man muss an der Stelle auf die Gefahren hinweisen. Es ist zum Beispiel so, dass bei einem System mit einer derartigen Signaturinfrastruktur die Admins jederzeit in der Lage sind, die Benutzer zuzuordnen. Das heißt, ein Admin kann sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist diese Person, die zu dieser Signatur gehört, Eckes oder Justus. Und so weiter. Und wenn dann die Administratoren mit dem Vorstand zusammenarbeiten würden, könnten sie es sogar mit absoluter Sicherheit sagen. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, in Liquid Feedback ist es so, dass sämtliche Aktionen, Abstimmungen veröffentlicht werden und dadurch die Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden soll. Und du stellst dir das so vor, dass die Sachen unterschrieben werden, dann aber nicht veröffentlicht werden und dass dann ein Prüfer das prüfen kann. Genau. Durch die Hinzuziehung der Signaturen, der qualifizierten elektronischen Signatur, erhält man die Möglichkeit, es so zu machen. Fortgeschritten meinst du? Was? Fortgeschritten. Ja. Moment, an der Stelle kann man es einfach sagen, es ist eine Möglichkeit, das so zu machen. Ja. Und das könnte man ja auch im Prinzip anonym machen, indem man den Leuten über diese Clearingstelle oder was auch immer, dann praktisch, dass da der Schlüssel registriert wird. Dass nur man praktisch, Pseudonym. Pseudonym, ja, okay, aber... Ja. Und die Pseudonymisierung ist grundsätzlich aufdeckbar.
Man könnte wahrscheinlich auch irgendwie schon mal 10.000 Schlüssel für jeden im Voraus berechnen, die man dann für bestimmte Abstimmungen verwenden das kann oder so. Kann man alles machen. Es gibt auch alternative Systeme, bei denen du der Clearingstelle noch nicht mal sagst, also bei denen die Clearingstelle nicht direkt nachvollziehen kann, wer das war mit dieser Signatur. Aber alles in allem muss man einfach sagen, es ist grundsätzlich aufdeckbar. Und wo würden dann die Schlüssel liegen von den Usern? Die Schlüssel von den Usern liegen auf deren privaten Computer. Und dann brauchen die einen Client oder? Und es wird definitiv, wenn man Manipulationssicherheit durch Kryptographie möchte, ein Client-Programm auf dem Computer geben. Wenn man Kryptographie einsetzen möchte, ist, soweit mein Kenntnisstand, eine webbasierte Lösung nur indirekt möglich. Man braucht auf jeden Fall einen Bereich, in dem der Benutzer selbst Kontrolle hat. Ja, du könntest JavaScript nehmen, aber dann ist es halt... Es gibt keine... ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt keine guten Algorithmen in JavaScript und wir reden dann davon, dass bestimmte Dinge zu signieren mehr als eine Minute dauert in JavaScript. Ja, es könnte auf PKS, ist egal. Ja. Da hast du aber dann das Problem, dass du halt an den JavaScript-Code eventuell ändern könntest und dann wird es dann auch wieder schwierig. Ja, also es ist, wie gesagt, es lässt sich nicht wirklich ein webbasierter Entwurf für ein durch Kryptographie gesichertes System entwickeln, einfach weil man entweder nicht genug Rechenkraft oder nicht genug Sicherheit hat. Weil die Schweizer haben ja eine Lösung, aber die braucht halt Clients, ne? Das ist ja richtig. Das Problem. Ja, gut, das Desktop-Programm hatte ich schon erwähnt. Und eben auch die Gefahren und, was auch sehr wichtig ist, bei einem System mit kryptografischen Signaturen, grundsätzlich sind da alle Entscheidungen erpressbar. Und Bestechung und ähnliche Dinge sind ein Problem. Das ist beispielsweise jetzt auch bei Liquid Feedback so, weil ich eben meine eigene Abstimmung nicht bestreiten kann. So, dann gibt es einen zweiten Ansatz. Das ist der von mir favorisierte, keine besonderen Maßnahmen. Dies ist gleichzeitig die einfachste Möglichkeit, BASTEM zu implementieren, indem man einfach auf jegliche spezielle Sicherheitsmaßnahme verzichtet. Das entspricht weitgehend dem jetzigen Zustand von Liquid Feedback, bei dem es keine besonderen Maßnahmen gegen Manipulation gibt. Besondere Maßnahmen wäre hier Kryptographie. Die Veröffentlichung, die Liquid Feedback praktiziert, ist eine mögliche Maßnahme. Inwiefern sie wünschenswert ist, ist eine Sache der Abwägung. Öffentlichkeit bedeutet aber, also Öffentlichkeit der Entscheidungen bedeutet aber einen Ausschluss von Personen, die eben das nicht wollen oder sich nicht erlauben können. Ja. BASTEM kann in diesem Fall, genau wie Liquid Feedback, als interaktive Webseite umgesetzt werden und das hätte den Vorteil, dass die Hürden zur Teilnahme so niedrig wie möglich werden können. Die Sicherheit des Systems ist dabei davon abhängig, dass es vertrauenswürdige Administratoren gibt. Da bei BASTEM an die Administratoren allerdings keine besonderen Voraussetzungen gestellt werden, also es geht wirklich nicht über LAMP hinaus, also Linux, Apache, MySQL, PHP, fertig. Mehr braucht man für eine solche Implementierung wirklich nicht an Kenntnissen, zumindest als Admin. Da man also einen recht großen Fundus an möglichen Administratoren hat, entsteht an der Stelle kein Problem, weil man regelmäßig die Admins, die verantwortlich sind, rotieren kann und weil auch ein neu einsteigender Admin ohne Probleme sofort mit dem System zurechtkommt. Ja, gut. Das geeignete Verfahren auszuwählen ist letzten Endes aber nicht meine Sache, sondern im Endeffekt Sache der Partei als Ganzes. Und damit des Bundesparteitags. Meine Empfehlung ist einfach aufgrund des geringeren Aufwandes und einfach anderer Überlegungen auch des Vermeidens von Datenansammlungen eine Umsetzung ohne besondere Sicherheit. Insbesondere ist es interessant. Dass keine besonderen Maßnahmen bedeuten, man kann eine Skriptsprache einsetzen und eine Skriptsprache bedeutet mehr potenzielle Programmierer. Beispielsweise wäre ich nur bedingt in der Lage, ein Desktop-Programm mitzuentwickeln, einfach weil ich in relevanten Sprachen kaum Erfahrung besitze. Ja. Zusammenfassend über den kompletten letzten Bereich kann man einfach sagen, BASTEM kann das, was die Partei will. Und ich mache hier nur Vorschläge, wie man es implementieren könnte. Mir ist an dieser Stelle auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, die Vorschläge sind selbstverständlich nicht unabänderlich.
sondern ganz im Gegenteil, eigentlich darauf angelegt, erweitert zu werden, verbessert zu werden. Wer Vorschläge einbringen möchte, kann dies jederzeit tun, beispielsweise auf meiner Benutzerseite, per E-Mail, per Rauchzeichen, ich nehme auch Flaschenpost. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie bekommen wir BASTEM? BASTEM ist ein kurz- bis mittelfristiger Ersatz für Liquid Feedback. Jedenfalls ist es so von mir gedacht. Nachdem die Grundlagen beschlossen wurden, wird das System von möglichst vielen Freiwilligen programmiert, nachdem es zusammen designt wurde, und dann zeitnah umgesetzt. Je nach Anzahl der Freiwilligen, die da sind, und je nach deren Arbeitsbildung, kann sich das von wenigen Wochen bis wenigen Monaten erstrecken. Auf die anfängliche Phase der Programmierung und des Designs folgt dann eine mehrwöchige öffentliche Testphase, in der das Programm dann mit Hilfe von freiwilligen Testern weiter verbessert wird. Und das Ziel von BASTEM ist, bis spätestens zum nächsten Bundesparteitag nach Chemnitz produktiv einsetzbar zu sein. Das bedeutet einen Zeitrahmen von maximal 6 Monaten. Maximal 6 Monate ist, glaube ich, das Längste, was wir warten könnten. Es werden wahrscheinlich eher 3 bis 4 Monate. Ist aber machbar. Also aus meiner Sicht ist es so, ich habe aktuell ein Projekt, das einen etwas größeren Umfang hat, und dieses Projekt ließe sich innerhalb von, also BASTEM ließe sich circa innerhalb von einem Monat von einem einzelnen Programmierer umsetzen. Der hätte dann zwar nicht viel Spaß, aber es ließe sich machen. Eine Frage? Wäre es angesichts möglicher Clients, die nicht nur webbasiert sind, nicht auch sinnvoll, so eine Art Middleware-Infrastruktur zu wählen und dann darauf aufbauende Clients, also schon für das Basispaket an sich? Die habe ich jetzt nicht ganz verstanden, die Frage. Also, dass du zum Beispiel irgendwie eine XML-Schnittstelle über den Webserver zur Verfügung stellst und dann die Clients darauf, unterschiedliche Clients darauf aufbauen könnten und nicht jetzt erstmal eine fertige PHP, vollständige Oberfläche, GUI-Lösung zu haben, ja, und dann zu sagen, hier, nehmt das. Also zunächst mal wird eine GUI entwickelt werden. Das muss auf jeden Fall geschehen, weil wir nicht darauf bauen können, dass irgendjemand eine bauen wird. Aber was definitiv gehen wird, ist, die GUI zu ersetzen. Das System wird, wenn ich mich da durchsetze an der Stelle, wahrscheinlich AJAX mit JSON-Enkodierung einsetzen. Das heißt, das ist eine Schnittstelle, die jeder verstehen kann. Die wird ordentlich dokumentiert sein. Das heißt, es können auch alternative Systeme entwickelt werden für den Zugriff auf BASTEM. Also eine API. Genau, es gibt eine API, simpel und einfach. Und die API wird auch nicht in irgendeiner Form limitiert sein, sondern sie wird einfach alles können, was auch BASTEM selbst kann. Ja. An dieser Stelle ist es dann wichtig, auf das gewissermaßen Konzept hinter dem Konzept einzugehen, ganz kurz. BASTEM ist zu Teilen ein Softwareprojekt, zu anderen Teilen ist es ja ein gewissermaßen Sozialprojekt auch. Und das bedeutet, dass, wie vorhin von Sebastian erwähnt, die an und für sich geschlossene Entwicklung eines Programms durch das Feedback der Benutzer beeinflusst werden muss. Und es ist explizit Bestandteil dieses Konzepts, dass sich alle Entwickler und Teammitglieder, so denn welche existieren werden, als Teil eines Ganzen verstehen und ihre Aufmerksamkeit zuallererst auf das Thema Kundenzufriedenheit gewissermaßen richten. Kunden sind in dem Fall alle potenziellen Nutzer des Systems. Also nicht nur die, die es tatsächlich nutzen, sondern auch die, die es nutzen würden, aber es aufgrund von Kritikpunkten nicht tun. Grundsätzlich liegt dem Ganzen der Gedanke zugute, Kritik ist gut. Denn jede Form von Kritik bedeutet, dass sich die Person mit dem Projekt beschäftigt hat und Gedanken formuliert hat. Und in jedem Fall, egal ob die Kritik unangebracht erscheint oder nicht, muss man auf sie eingehen und den Kritiker oder die Kritikerin ein Stückchen an der Hand nehmen und sagen, was gibt's denn? Ja, Thema mögliche Ansätze. Im Chemnitz wird es am Rande des Parteitags ein kleines Treffen von interessierten Programmierern geben. Dazu sind selbstverständlich auch andere Leute eingeladen. In Chemnitz soll eine Roadmap im Endeffekt für dieses Programm entworfen werden und der weitere Weg für das Konzept BASTEM entwickelt und festgelegt werden.
Ich hoffe, dass die Anträge, die ich habe, in Chemnitz bearbeitet werden können. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre sehr schön, denn in Chemnitz könnte man sich als Partei entscheiden, wie man diese Dinge haben möchte. Insbesondere wären dann solche Sachen wie, wie viel Datenschutz möchte ich haben, wie viel Transparenz möchte ich im System haben, wie viel Sicherheit möchte ich haben und so weiter. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich eine Aufforderung gewissermaßen, mach was. Ja, das ist eine der Lieblingsentgegnungen auf Kritik an Liquid Feedback gewesen. Mach's doch selber besser. Und obwohl die Entgegnung an für sich abwertend ist, hat sie doch einen wahren Kern. Nach der Feststellung, dass wir ein Problem haben, muss jetzt auch der nächste Schritt folgen. Wir müssen das Problem definieren, wir müssen sagen, was ist das Problem, das wir sehen. Und sobald man die Frage hat, dann eine Lösung erarbeiten und auch umsetzen. Und dabei ist jeder aufgefordert, was zu tun. Und das beinhaltet auch alle hier Anwesenden. Ich möchte jetzt, kann jetzt natürlich niemanden zwingen, seine Gedanken zu dem Ding beizugeben. Ich werde auch hier nicht nachher mit Waffen durch die Gegend rennen. Aber es wäre schön, wenn sich jeder der Anwesenden Gedanken dazu macht. Auch Gedanken dazu macht, wie kann denn die Partei mit so vielen Mitgliedern überhaupt noch arbeiten? Denn wir brauchen eine Lösung und das da ist eine Sammelstelle im Endeffekt, an der wir mal eine konkrete Lösung abbilden können und dann auch ausprobieren können. Justus, ich habe noch mal dann eine Frage gleich zu der theoretischen Einführung des Ganzen. Ja. Und zwar jetzt nicht von der technischen Seite oder organisatorischen Seite her, sondern von der strategischen Seite her. Du stellst dich hin und sagst, wir hätten hier ein Tool, das würde die und diese Ansprüchen genügen, wir möchten es einführen. Gleichzeitig gibt es noch das Tool Liquid Feedback, was meiner Meinung nach auf keinen Fall passieren wird, widerspreche mir, wenn du es anders siehst, ist, dass beide Tools parallel existieren können. Das wäre eine potenzielle Option. Wenn du dir die Anträge, die ich gestellt habe, anschauen möchtest, dann ist Modul 1 das Modul Stellung zu Liquid Feedback. Option 1 wäre, dass BASTEM Liquid Feedback ersetzt und danach die Mittel, die für Liquid Feedback zur Verfügung stehen, übernimmt. Option 2 wäre, dass Liquid Feedback weitergeführt wird und parallel zu BASTEM betrieben wird. Sehe ich nicht realistisch als eine Option, denn da müssten die Leute sich in zwei Systemen bewegen und das, wo viele Leute jetzt schon ein System ablehnen, das halte ich nicht für wahrscheinlich. Das heißt, du gehst also realistisch wahrscheinlich noch eher davon aus, du sagst, Liquid Feedback muss erst einmal offiziell beerdigt werden, bevor dann hier wirklich realistische Chancen bestehen und auch die Manpower und das Geld dahinter steht, dass man sagt, dieses System wird umgesetzt. Oder schätzt du das anders ein? Also ich hoffe es, dass das möglich ist. Andererseits habe ich den Antrag bewusst so formuliert, dass es auch quasi nicht im Gegensatz zu Liquid Feedback stehen könnte. Einfach weil ich denke, dass man halt, wenn tatsächlich die Mehrheit im Moment noch der Meinung ist, dass Liquid Feedback eine sinnvolle Stellung hat in der Partei und dass man diese sinnvolle Stellung nicht abschaffen sollte, denke ich trotzdem nicht, dass BASTEM nicht auch eine wertvolle Bereicherung für die Partei darstellen könnte. Das heißt, sollte sich die Partei entscheiden, BASTEM zu nehmen, beispielsweise in der von mir gewünschten Konfiguration, und gleichzeitig aber mir in dem einen Punkt widerspricht, nämlich dass Liquid Feedback weiter bestehen bleibt, dann gibt es halt BASTEM parallel zu Liquid Feedback. Ja, eine Frage auch noch zur Einführung. Das würde ja bedeuten, dass BASTEM erst dann anfängt Realität zu werden, wenn irgendein Parteibeschluss dazu gefällt wird. Was passiert, wenn der nicht gefällt wird? Also bei mir ist ein Problem, ich habe noch knapp ein Vierteljahr, ein halbes Jahr Zeit, wo ich mich intensiv um sowas kümmern kann. Das Projekt BASTEM, alles was es zu diesem Projekt gibt, werden jetzt dann gleich wieder im Wiki landen. Bisher steht das ursprüngliche Konzept im Wiki. Es steht natürlich selbstverständlich jedem frei, dieses Konzept zu nehmen, nachdem ich es nicht mehr aktiv verfolgen kann und weiterzuentwickeln. Ich habe ja auch schon Kontakt mit einigen Entwicklern. Allerdings aus meiner Sicht halte ich es in Chemnitz für sehr wichtig, dass wir zumindest mal über BASTEM reden. Und ich werde auch basierend auf dem heutigen Vortrag einen kurzen Crashkurs, maximal 5 Minuten, zu dem Thema erzeugen,
den, also bauen, den ich dann tatsächlich für die Präsentation von BASTEM verwenden will. Und ich bin im Moment stark am Überlegen, ob ich, wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass BASTEM nicht mehr bearbeitet wird, eine Stunde vor Ende des Parteitags einen entsprechenden GU-Antrag stelle und mich damit zum Arschloch des Abends mache. Also ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn man eine fertige Lösung zeigt, die vielleicht nicht ganz fertig ist, aber schon so weit, dass man alle Konzepte verstehen kann, dass vielleicht ein paar Leute es schon benutzen. Also einen Antrag stellen auf, die Partei beschließt, dass eine Software entwickelt wird, das glaube ich nicht, dass es für unsere Finanzbuchhaltung funktionieren wird, das wird dann auch nicht für unsere Diskussionen funktionieren. Also es wäre schön, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Liquidizer aus Bayern oder so ist es, glaube ich, ne? Ich habe es zwar noch nicht verstanden, wie es funktioniert, aber das hat so den Ansatz, man zeigt was und ja. Gut, ist halt auch nicht viel weitergekommen, aber ich glaube, andersrum geht es gar nicht. Also sagen wir mal so, ich sehe keine Chance drin. Ich sehe das Problem grundsätzlich auch und ich sehe es auch ein, dass es für viele Menschen einfacher sein wird, wenn sie konkret was vor sich haben zum Ansehen. Aber dafür hat uns der liebe Herr das Tool Mockup gegeben. Und ich hoffe, dass ich bis Chemnitz die Zeit habe, ein Mockup für BASTEM, eine mögliche BASTEM-Variante zur Verfügung zu stellen. Ich denke, anhand eines Mockups kann man sich schon eher darüber unterhalten, was man denn genau möchte. Und das Konzept BASTEM, ja, ich habe es ganz bewusst nicht so weit abgeschlossen und in Programmform gebracht. Einfach damit man noch diese Flexibilität hat, damit man die Flexibilität hat, zu entscheiden, was denn am Ende rauskommen soll. Jetzt ist es so, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass also die Liquid Feedback Jünger nicht gerade die rationalsten Leute sind. Ich nominiere jetzt jemanden für die Untertreibung des Abends. deine Ziele sind sehr ambitioniert und es klingt also auch von dem, was ich jetzt bewusst hiermit erfasst habe, recht gut. Meinst du kannst unter dem zu erwartenden Shitstorm das Projekt durchführen? Ja. Gut. Also um noch kurz ausführlicher drauf zu antworten, ich glaube, ich bin hinreichend arrogant, dass ich das kann. Okay, ich möchte auch noch was dazu sagen. Ich denke aber nicht, dass Arroganz da hilfreich sein kann. Was würde denn jetzt passieren? Würdest du denn das Tool auch ohne den Auftrag des Parteitags irgendwie umsetzen wollen? Das muss ich mir sehr genau überlegen. Und das werde ich mir erst überlegen, wenn es denn entweder zu einer Nichtbeauftragung kam oder es abgelehnt wurde. Simpel und einfach. Kann ich dir jetzt im Moment nicht beantworten. Ich meine, für mich war jetzt die Vorstellung auch relativ überzeugend, auch hinsichtlich, dass sie auf qualitative Aussagen hinausgelegt ist, nicht auf quantitative. Ich bewerbe mich, ich würde gerne mitmachen, wenn es zu vorbei kommt. Sehr schön. Können wir es nicht in Java machen? Meine Erfahrungen in Java passen auf ein A4-Blatt. Sven? Also, oder wie auch immer da hinten? Sagen wir es mal so, du könntest es auch in Größe 80 draufschreiben. Ja, also das Liquid Feedback ist ja eigentlich reingekommen, weil es die Berliner zuerst hatten. Also ein Landesverband hatte es zuerst. Vielleicht wäre das auch irgendwie ein Weg, dass das irgendein Landesverband, zum Beispiel Baden-Württemberg, muss aber nicht sein, halt zuerst selber einsetzt und es dann irgendwie mit positiven Erfahrungen dann bei irgendeinem Bundesparteitag vorstellt. Das wäre beispielsweise im Fall einer Nichtbehandlung durchaus ein gangbarer Weg, ja. Also ich fände es toll, wenn es wirklich auf kleiner Ebene zuerst mal als so eine Art Try-and-Error-Verfahren Projekt geben würde. Dass man wirklich mal herausfindet, wo liegen denn die Schwachstellen, damit man eben auch feststellen kann, wie sicher kann man das System machen, wenn man keine besonderen Maßnahmen ergreift. Bevor man da jetzt anfängt, eine große Diskussion anzustoßen mit, wie hast du das formuliert, kryptografische Maßnahmen. Oh, das ist gar nicht so schwer. Ja,
Also dass man da wirklich auch die Schwachpunkte erstmal so feststellt, bevor man es auf breiter Masse erarbeitet. Also grundsätzlich zu dem Thema Schwachpunkte, was das Thema Sicherheit angeht. Es gibt für ein solches System einen Hauptschwachpunkt, einen Hauptangriffsvektor. Der Hauptangriffsvektor lautet der Server, auf dem es läuft. Und egal wie man sich dreht und wendet, entweder man setzt Kryptographie ein, um eine Manipulation des Servers auszuschließen oder aufdeckbar zu machen, oder man tut es nicht, dann ist es das nicht. Und das bedeutet dann, dass die Sicherheit dieses Systems so gut ist, wie das Vertrauen in die Administratoren und darin, dass die ihre Arbeit richtig machen. Ganz einfach. Man kann es nicht anders machen. Es gibt keine größere Sicherheit, die man dir gewährleisten kann. Jeder, der anderes behauptet, lügt. Ich glaube, was das ganz gut trifft, ist ein Belastungstest. Das ist das, glaube ich, was ich gemeint habe. Das ist ja wieder eine andere Abteilung. Das hat ja wenig mit Sicherheit zu tun, sondern vielmehr damit, wie das Prinzip im Endeffekt skaliert und ob es so funktioniert, ja. Das ist ja auch im Endeffekt schon Bestandteil. Ich will ja nicht gleich in den Wirkbetrieb gehen, sondern zunächst einen öffentlichen Test machen. Das ist ja entsprechend der Unterschied. Du hast am Anfang gesagt, dass Liquid Feedback deiner Meinung nach deswegen scheitert ist, weil die aktive Teilnahme drastisch gesunken sei. Ich glaube persönlich, dass das nicht nur an dem Tool an sich liegt, sondern an einfach soziologischen, menschlichen Faktoren, dass man einfach, das ist auch noch heftig diskutiert worden, ich gucke mal da rein, aber naja, ich komme nicht damit zurecht und da, ich beschäftige mich morgen damit und dann vergisst man es. Denkst du, dass BASDEM dagegen immun ist oder dass das besser hinkriegt oder... Immun ist vielleicht das falsche Wort, BASDEM ist dagegen gar nicht anfällig. Liquid Feedback ist ja ein quantitativer Ansatz. Quantitativer Ansatz macht nur dann Sinn, wenn ich eine hinreichende Menge an Teilnehmern habe. Wenn also die Menge an Teilnehmern bei einem quantitativen Meinungsbildungsmodell schwindet oder geringer wird, dann wird die Aussagekraft des Systems geringer. Während bei einem qualitativen System die Menge in erster Linie zweitrangig ist, sondern nur die Qualität der Einzelbeiträge. Und die Qualität der Einzelbeiträge kann stabil bleiben bei gleichzeitig sinkenden Benutzerzahlen. Das heißt, es ist im Endeffekt nur eine Frage, wie viele Themen werden ausgearbeitet und werden sie in einer hinreichenden Tiefe ausgearbeitet, dass am Ende was Vernünftiges rauskommt. Jetzt ist bei Liquid Feedback ja das Delegationsprinzip so quasi das höchste Prinzip gewesen, um auch die Möglichkeit zu schaffen, für Leute, die sich nicht langfristig an einer Diskussion beteiligen wollen, trotzdem doch mit ihrer Stimme anderen Personen Gewicht zu verleihen. Sag ich mal, die Piraten sind doch eher überdurchschnittlich politisch interessiert, trotzdem wird es die einen oder anderen geben, wie wir vorhin an der schönen Grafik gesehen haben, die halt sich einmal angemeldet haben, werden ihre Stimme delegieren und wenn es hochkommt, alle halbe Jahre mal oder einmal im Jahr gucken, ob die Leute, denen sie die Stimme gegeben haben, auch nach ihrem Ermessen abgestimmt haben. Wenn nicht, dann vielleicht die Stimme doch jemand anderen geben. Ja. Inwieweit lässt sich denn so ein Verhalten mit BASDEM abbilden? Weil gar das nicht. Doch, denke ich, der überwiegende Teil der Basis sein wird, die sich halt jetzt nicht aktiv am Prozess beteiligen wird, sondern wir haben ja nicht das Problem, also wir haben schon das Problem, dass sich in der Masse zu wenig beteiligen, nur dass halt, sagen wir mal, die Top-Leute, die sich beteiligen, dann halt auch den meisten Umsatz generieren. Ja. Also das Problem, das du beschrieben hast, lässt sich gar nicht oder vollständig lösen. Und zwar ist folgendes Problem, steckt ja dahinter. Guck dir mal an, was in Liquid Feedback passiert. Sagen wir, Alexander Morlang mit 90 Delegationen stimmt bei einem bestimmten Themenkomplex ab. So, was gewinnt der Themenkomplex jetzt dadurch? Stell dir mal die Frage. Gar nichts. Da stehen halt jetzt 90 mehr Stimmen. Beim BASDEM ist es unterschiedlich. Wenn bei BASDEM jemand sich entscheidet mitzuarbeiten, dann ist das Ergebnis eine qualitative Verbesserung oder zumindest in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung des entsprechenden Beitrags. Das lässt sich übertragen, während sich die quantitative Arbeit nicht übertragen lässt. Wenn irgendjemand auf Globaldelegation geklickt hat, dann habe ich dadurch keine Arbeitskraft gewonnen, sondern ich habe einfach nur ein Bit irgendwo von 0 auf 1 umgestellt. Was ich aber brauche im Bereich Meinungsbildung, ist Zeit. Ich brauche Personen, die sich mit etwas auseinandersetzen. Und da hilft mir keine Delegation.
Insofern lässt sich das Problem also nicht lösen. Wenn ich keine Zeit habe, dann habe ich auch keine Zeit mitzuarbeiten. Aber, und an der Stelle lässt sich das Problem vollständig lösen, wenn ich keine Zeit habe, bedeutet das auch normalerweise, dass ich Schwierigkeiten habe, mich vollständig in ein Thema einzuarbeiten. BASDEM baut jetzt aber darauf auf, dass andere für mich die Informationssammlung übernehmen, also für mich Informationen aggregieren und sammeln. Das bedeutet, ich habe dann eine effizientere Möglichkeit, in kürzerer Zeit mich möglichst umfassend über einen bestimmten Antrag und alle Punkte, die damit zusammenhängen, zu informieren. Ja, da vorne ist noch. Du hast jetzt mehrfach die Formulierung verwendet, wenn jemand was zu einer Diskussion beiträgt, dann bringt er die Diskussion weiter und hebt das Ganze auf eine höhere, bessere Ebene, dadurch, dass er mitmacht. Das ist eine Behauptung, die ich so nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen kann. Ich bin lang genug in irgendwelchen Foren, Mailinglisten oder sonst wo unterwegs, um zu wissen, es gibt Leute, die einfach nur aus Spaß an der Freude oder weil sie irgendwie einen schlechten Tag hatten, Müll verzapfen. Jetzt kann man natürlich, du hast hier mit Bewertungssystemen und so weiter, die kann man rausfiltern, die kann man abwerten. Es ändert aber nichts daran, dass die Information trotzdem noch da steht. Und wenn du dann auch noch sagst, du machst ein offenes System, in der sich nicht nur 2, 3 Verrückte beteiligen dürfen, sondern 2, 3.000 Verrückte beteiligen dürfen. Du hast Angst vor Heise auf Piratenbundesniveau. Korrekt. Kurz auf den Punkt gebracht, ja. Kann ich dir nicht beantworten, ohne das System getestet zu haben. Es ist eine Einstellungsoption, was man denn haben möchte. Und wenn sich herausstellt, dass man Heise auf Bundesniveau bekommt, dann muss man entgegensteuern. Simpel und einfach. Ob es Möglichkeiten gibt, entgegenzusteuern, lässt sich im Endeffekt nur aus der Situation beschreiben. Ich habe einige Möglichkeiten der Begrenzung erwähnt. Es gibt für die verschiedenen Anträge, wer sich mal wirklich verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten anschauen möchte, der sollte einfach im Bereich der Antragskommission ganz nach unten scrollen und sich die verschiedenen Module zu BASDEM anschauen. Darin stehen im Endeffekt die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, die ich sehe. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das eben so einzustellen, dass das System mehr oder weniger resistent gegen derartiges Verhalten wird. Es besteht zum Beispiel, das ist jetzt in den Anträgen gar nicht erwähnt, die Möglichkeit einer Moderation. Kann man knallhart machen, wenn es denn tatsächlich so weit aus dem Ruder läuft. Wäre das eine Möglichkeit? Bekommen die Experten möglicherweise eine besondere Bedeutung darin? Weil die könnten ja unter Umständen ein Thema oder ein Argument entsprechend höher bewerten als der normale Benutzer, der sich jetzt nicht als Experte fühlt oder ist. Als Experte fühlen und sein sind zwei unterschiedliche Dinge. Experte sein bedeutet, irgendjemand hält dich für einen. Inwieweit man eine gewisse Gewichtung in Form der Delegationen abbilden möchte im System, kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Das ist eine sehr, sehr kleine Detaillösung, die man sich einfach anschauen muss und ich würde sagen, eigentlich erst nach dem ersten Testbetrieb endgültig beantworten kann, wenn man gesehen hat, was passiert. Du hast ja dargelegt, dass in Liquid Feedback sehr viele Delegationen gibt, sprachst von 90 Stück auf eine Person. Dann hast du auch jetzt gesagt, in deinem System würden die Benutzer festlegen, wer Experte ist. Ja, aber genau diese Leute, die den anderen Delegationen geben, die würden die dann als Experten einstufen. Stopp, das ist ein Missverständnis. Du kannst nur für dich selbst festlegen, wer Experte ist. Du kannst nur sagen, du hast ja, aber die Leute haben doch irgendwann mal delegiert und die können dann irgendwann sagen, anstelle zu delegieren, sage ich, der ist halt Experte, fertig. Ja, Moment, aber... Dann ist er Experte. Ja, das Einzige, was das bewirkt, dass dieser Mensch Experte ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich halte diesen Menschen für rundum kompetent und möchte gerne alle seine Beiträge sehen, dann ist das alles, was passiert. Dann siehst du halt, wenn du dich einloggst, die Beiträge von dieser Person. Das ist alles, nur du, niemand sonst. Es könnte vielleicht sein, dass im System irgendwann angezeigt wird, dass so und so viele Benutzer diese Person für einen Experten halten. Allerdings ist das noch nicht im direkten Konzept implementiert. Sonst noch was? Fragen noch? Ja, da hinten. So, eine Frage, die ich hatte, wurde jetzt im Prinzip schon gestellt. Ich hatte halt hier mir gerade Umgang mit Trollen rausgeschrieben, aber... da hast du ja im Prinzip schon gesagt,
endgültig kannst du das nicht sagen. Deine Beschränkungsmaßnahmen waren aber jetzt halt die verschiedenen, von Moderation bis hin zu Kryptografie dazu tun und sowas. So habe ich das jetzt verstanden. Moment, die Kryptografie hat mit den Trollen nichts zu tun. Kryptografie ist ein Sicherheitsmechanismus. Gegen Trolle wären beispielsweise Moderation, eine Veränderung des Bewertungssystems, Möglichkeit, Spam zu melden oder sonst etwas denkbar. Okay. Und dann habe ich was beim Vortrag grundsätzlich noch nicht ganz verstanden. Und zwar hattest du 4 Punkte gehabt und Punkt 1 und Punkt 4 waren irgendwie Gewichtung von Diskussionen. Kannst du die nochmal kurz abgrenzen, einfach eindeutiger? Ich habe die Folie nicht, halt auch nicht vor Augen. Genau. Das ist im Bereich, was kann was denn, wenn ich das richtig habe. Ganz am Anfang? Also, wir hatten hier gewichtete Diskussion, ja? So, Gewichtung der Diskussion zueinander. Gewichtung der Diskussion findet im jeweiligen Thema statt. Gut, das kannst du jetzt natürlich nicht sehen, das tut mir leid. Die Gewichtung der Diskussion ist dafür geeignet, die Vorschläge und Antwortbeiträge sowie die Argumente untereinander zu sortieren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, diese Antwort hier ist besonders gut, diese Antwort hier ist nicht so gut und die Antwort hier ist besonders scheiße. Und dann werden einer Person, die in diesen Beitrag einsteigt, die entsprechenden Bewertungen angezeigt. Und ich habe die Möglichkeit beispielsweise nach diesen Bewertungen zu suchen und Ähnliches. Und die Gewichtung der Diskussion zueinander, das ist dann wieder was anderes. An der Stelle entscheide ich nicht, wie gut ist ein Beitrag oder wie schlecht ist ein Beitrag, sondern wie wichtig ist mir ein Thema. So dann geklärt? Das ist auch bloß eine Sortierung. Ich kann dann beispielsweise nach der Wichtigkeit der Themen sortieren. Ja. Und ich für mich kann halt entscheiden, ich gucke mir heute bloß die absolut wichtigen an oder die jetzt gerade die meisten für sehr wichtig halten, die also so ungefähr die heißen Themen im Moment sind. Genau, beispielsweise kannst du sagen, gib mir alle neuen Themen, die mit mehr als 8 Sternen bewertet wurden. Du hast das ja, dass das als Experten eintragen mit Folgen bei Twitter verglichen. Könntest du dir da vorstellen oder hast du dir das vielleicht auch schon gedacht, dass man so Nachrichten wiederholen kann, retweeten, um dann eben auch auf Nachrichten zu stoßen, die für einen interessant sein könnten, weil eben andere die... wäre durchaus ein Bereich, den man in Angriff nehmen könnte, ja. Sonst noch Fragen? Fragen? Das sieht sehr leer aus. Ja, dann sage ich auch danke.